Ja, hallo Leute, herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, heute mal Battlefield 4 News. Ja, DICE hat jetzt auf der Gamescom ein paar neue Trailer gezeigt und man kann Battlefield 4 auch selber anspielen auf der Gamescom. Da haben auch schon einige YouTuber halt Gameplay dazu veröffentlicht und so. Und ich weiß, dass auch einige andere schon jetzt News dazu gemacht haben und Videos und Infos und ja. Aber ich mach's trotzdem auch nochmal für euch. Und zwar, ja, der neue Spielmodus, den sie angekündigt und gezeigt haben, heißt Obliteration. Ja, der geht ganz einfach so. Im Spiel wird halt zufällig irgendwo eine Bombe gedroppt halt. Und jedes Team hat drei Ziele. Im Prinzip MCOM, so wie bei Rush. Bloß halt, ja, schon fest auf der Map verteilt. Jedes Team hat drei davon und man muss einfach versuchen, mit der Bombe dann die drei Ziele des Gegners zu zerstören. Und ja, das Team, das als erstes schafft, hat er natürlich gewonnen. Die neue Map, die sie gezeigt haben, Pericle Storm, also diese Inselmap, ja, ist ganz cool. Die Inseln gibt es übrigens auch in echt, ja, nur so viel dazu. Erinnert so ein bisschen an in Kark Island, bloß halt ein bisschen so verstreuter und so. Sieht eigentlich ganz cool aus, ich glaube nicht, dass meine Lieblingsmap wird, also ich mag dann auch mehr so städtische Maps, wie zum Beispiel der Siege of Shanghai oder so. Aber sieht doch ganz cool aus mit den dynamischen Wellen, hinter denen man sich theoretisch auch verstecken kann. Und ja, das Levolution Boot, nenne ich es jetzt mal, ist auch eigentlich auch ganz cool. Und ja, man hat Chats gesehen, ja, den amerikanischen Chat und den chinesischen. Ich glaube auch zum Teil schon, ja, den russischen Chat auch. Sehen ganz cool aus. Zwei-Sitzer-Chats. Sind es noch nicht, also ob es die überhaupt geben werden in Battlefield 4 ist noch fraglich. Ja, einige neue Waffen, dazu werde ich aber auch noch mal ein extra Video machen, also zu allen Waffen, die wurden jetzt schon alle, die Waffenliste wurde jetzt schon gezeigt, die es jetzt erstmal in Battlefield 4 gibt. Ja, es gab einen extra Evolution Trailer, den sie gezeigt haben, ja, haben wir auch einige neue Maps gesehen, dass zum Beispiel Damm bricht und so, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon selbst gesehen, also brauche ich nicht mehr so viel zu sagen. Sieht ganz cool aus und ja, denke ich, werde auch die Map nachhaltig verändern und sieht nach viel Spaß aus. Ja, natürlich auch das dynamische Wetter, wie schon gesagt, auf Pericle Storm. Ist im Prinzip das hauptsächliche Evolution-Element. Und ja, Battlefield Premium wurde gezeigt. Ja, 5 DLCs wie bei Battlefield 3. Das erste ist Shiner Rising, das es ziemlich früh gibt. Also fast schon zu Release von Battlefield 4 kriegt man das dazu, also alle Vorbesteller. Das zweite DLC haben sie auch schon gesagt, das heißt Second Assault. Ja, da werden die vier Lieblingsmaps, ja, die vier bekanntesten und beliebtesten Maps aus Battlefield 3 werden da zurückkehren in einer bisschen aufgemachteren und neueren Version. Also auch mit mehr Evolution und halt auch ein bisschen anderer Stil. Ja, das werden einmal Operation Metro, Operation Firestorm, Caspian Border, also Kaspische Grenze und Golf von Oman. Hört sich doch eigentlich ganz cool an. Firestorm ist eigentlich ganz cool und Kaspische Grenze auch, aber dazu muss ich sagen, die zwei habe ich am wenigsten von den vier gespielt. Aber ich denke, ja, wird ganz cool, mal gucken, wie es wird. Dann haben sie noch die nächsten zwei DLCs gesagt, schon wie die heißen werden und ja, der fünfte ist ein bisschen geheim. Finde ich ein bisschen blöd, dass sie das nicht gleich für alle, wenn sie die meisten Inhalte eh schon fertig haben, nicht gleich ins ja, finale Game reinmachen. Sondern dass man sich erst durch Premium oder halt durch einzelne DLCs kaufen muss. Ja, ist ein bisschen schade, aber die wollen halt auch nur Geld machen, ist ja klar. Und ja, natürlich hat man auch neue Messer gesehen, nicht nur gesehen, sondern dazu sage ich auch nochmal mehr, wie gesagt in dem Waffenvideo, wo ich erstmal alle bekannten Waffen zeige. Und ja, dann zur Battlefield 4 Beta, die startet Anfang Oktober. Ich habe es jetzt so mitbekommen, dass alle, die halt eben Battlefield 3 Premium haben, Medal of Honor in der Limited Edition vorbestellt haben oder haben, oder halt eben Battlefield 4 vorbestellen, können ja in der Beta mitmachen. Und ja, jetzt kommt es aber, und zwar alle, die noch, wie gesagt, Medal of Honor Warfighter haben, können sogar noch 3 Tage früher haben. Also das ist praktisch im Prinzip das Exklusivste. Und ja, ihr wisst ja, ich habe Medal of Honor Warfighter, ich habe es mir auch vorbestellt. Das heißt, ich kann wahrscheinlich vom ersten Tag an, bei dem man das wirklich öffentlich spielen kann, bin ich dann dabei. Da gibt es auch viele Videos dazu. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Ist nicht mehr so lange hin. Bis dahin werden noch ein paar Videos zu Battlefield 4 kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so mega viele werden. Ist ja nur noch ein Monat.
Ein bisschen was kommt vorher noch, aber ja. Wie gesagt, wenn die Beta anfängt, geht's richtig los. Freue ich mich richtig drauf. Und ja. Gut, das war's im Prinzip schon. Wollte nur mal so ein kurzes News-Video nochmal die wichtigsten Sachen zusammenfassen. Wie gesagt, extra Video zu den Waffen und so gibt's auch noch. Im Hintergrund seht ihr hier schönes Battlefield 4 Gameplay. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, könnt es bitte bewerten. Falls ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr mir ein Abo dalassen, wenn ihr mehr wollt, mehr sehen wollt. Und ja, macht's gut. Haut rein.